Der Protest kommt als Papierflieger. Adressiert an die französische Botschaft in Moskau fordern die gefalteten Flieger, Symbol des Messenger-Dienstes Telegram, Freiheit für Pavel Durov, den festgenommenen Telegram-Chef. Ich glaube, dass das völlig illegal ist. Der Mann hat für die Meinungsfreiheit im Internet gekämpft und wurde einfach verhaftet. Die Festnahme hängt damit zusammen, dass Durov an seinen Prinzipien festhält und das Hauptprinzip ist Meinungsfreiheit. Durov ist Gründer und Chef von Telegram. Bei seiner Einreise auf diesem Flughafen in Frankreich am Samstagabend ist der 39-Jährige festgenommen worden und wird seitdem befragt. Der Grund? Sein Unternehmen weigert sich immer wieder, Nutzerdaten an Ermittlungsbehörden weiterzugeben, so unsere Korrespondentin. Und genau das ist der Vorwurf, den laut Medienberichten ihm jetzt die französische Justiz eben macht, dass er sich auf diese Weise zumindest ein bisschen mitschuldig macht, wenn es bestimmte Taten gibt. Taten wie Betrug, Drogenhandel oder Kindesmissbrauch. In einer Reaktion betont das Unternehmen, Durov habe nichts zu verbergen und es sei absurd, ihn für einen Missbrauch der Plattform verantwortlich zu machen. Der Dienst ist beliebt, weltweit nutzen ihn rund 700 Millionen Menschen. Und bei uns? Was ist das? Das ist ein Messenger-Dienst. Keine Ahnung. Meine Freundin benutzt das, weil die kein WhatsApp hat, deswegen nutze ich Telegram. Da checke ich zwischendurch mal so ein paar Kanäle so über Kryptowährungen oder mit Freunden, die ich schreibe. Gibt ja auch viele, die mögen nicht über WhatsApp schreiben, so aus Datensicherheitsgründen und so. Jeder hat gesagt Telegram. Und da habe ich gedacht, okay, gut, ich probiere mal aus, aber ich habe keine Nutzung dafür. Wie bei anderen Messenger-Diensten lassen sich bei Telegram Sprachnachrichten und Fotos verschicken. Der Unterschied ist, sagt unser Digitalexperte, dass man hier sogenannte Kanäle einrichten kann. Und da kommunizieren nicht Menschen in einer Gruppe, sondern einer oder eine Gruppe schreibt, postet Inhalte, Fotos, Texte und auch Videos. Und Millionen Menschen können es abonnieren und diese Nachrichten empfangen. Es ist also im Grunde genommen ein Massenmedium. Außerdem sind die Chats verschlüsselt und kaum für staatliche Stellen einsehbar. Das macht Telegram so beliebt im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten, aber eben auch bei Kriminellen. Das Problem ist, dass der Betreiber von Telegram in Dubai sitzt und oft einfach ignoriert, wenn die Behörden ein Anliegen haben und auch erwarten, dass da eine Kooperation stattfindet. Frankreichs Präsident Macron betont, die Aktion sei nicht politisch motiviert. Beobachter vermuten aber dennoch, die Festnahme von Pavel Durov soll den Druck auf Telegram erhöhen, zukünftig kooperativer zu sein.